Hey Leute, willkommen wieder bei Bennermeister und Bens Meisterin. Und heute geht es um ein Review-Video zu Resident Evil 3 Nemesis für den Nintendo GameCube. Gibt es auch für PlayStation 1 und Dreamcast und wir haben die GameCube-Version. Das Ganze hatte mir noch gefehlt und jetzt habe ich es aber und wir haben es jetzt durchgespielt, gerade eben. Ich habe es durchgespielt. Und Lisa wird euch nun was zur Story erzählen. Worum geht's denn? Ja, in dem Spiel spielt man die Person Jill Valentine. Und sie befindet sich in Raccoon City, wo eine Zombie-Epidemie ausgebrochen ist aufgrund von Schlamassel von der Umbrella Corporation. Und sie versucht daraus also halt zu entkommen. Sie trifft unterwegs Leute, die auch entkommen möchten und freuen sich teilweise mit denen an. Was allerdings ein großes Hindernis für sie ist, dass dieser Typ, der hier drin drauf ist, der Nemesis, sie sucht, weil sie ein ehemaliges Star-Mitglied ist und Umbrella hat ihn geschickt, damit alle Stars-Mitglieder ausgelöscht werden sollen. Das heißt, es stellt sich ein Problem heraus und sie versucht zu kommen. Genau. So, dann kommen wir auch zum Gameplay. Was kann man zum Gameplay sagen? Eigentlich spielt es sich genauso wie Resi 2 auch. Ja, hier nochmal ein GameCube-Controller. Damit läuft man, damit drückt man. So funktioniert das Ganze. Ja, was soll man dazu groß sagen? Man hat halt sein Menü, man zielt, man läuft und das müsstet ihr eigentlich kennen. Man kann sogar einen Startknopf drücken. Ja, und es gibt in diesem Spiel auch wieder Kisten, was ja bei Resident Evil Zero zum Beispiel nicht der Fall war. Und das fand ich eigentlich auch ganz cool wieder. So, das war dann auch eigentlich schon alles zum Gameplay, mehr kann man dazu nicht wirklich sagen. Ja, dann kommen wir mal zum Gruselfaktor. Fandest du, das Spiel war gruselig? Ich muss ehrlich sagen, nein. Sehe ich irgendwie auch so. Das könnte auch daran liegen, dass wir schon etwas abgehärtet sind. Wenn wir zum Beispiel jetzt noch gar kein Resi gespielt hätten und dann mit 3 angefangen hätten, hätten wir es vielleicht etwas anders empfunden. Vielleicht hätten wir auch nachts spielen sollen. Ja, aber naja. Oder vielleicht ist es auch einfach eine Location, wo man spielt. Also in dem Spiel meine ich jetzt. Ja, aber ich finde auch, es lag auch daran, weil zum Beispiel in dem Spiel ist man ja halt in der Stadt und nicht in einem Haus oder so die ganze Zeit. Eben. Und das ist auch so eine Sache, die das Spiel etwas weniger gruseliger macht, als wenn man in einem engen Raum irgendwie die ganze Zeit ist. Dann ist er halt so an der freien Luft da und da hat man halt viele Wege so und das macht das alles etwas ungruseliger, finde ich. Und es sind sehr, sehr viele Zombies da gewesen. Ja, im Vergleich zu allen anderen Spielen waren sehr viele. Zu den anderen Spielen dann ein bisschen mehr schon in Richtung Action, muss ich sagen, ist das schon gegangen. Und ja, auch wenn das vielleicht jetzt nicht mehr so zum Gruselfaktor passt, aber ich kann es euch jetzt trotzdem mal erzählen. Also wie gesagt, man läuft ja halt viel in der Stadt rum, man hat auch eine große Welt, eine große Karte davon. Und ich finde, am Anfang denkt man noch, dass die Stadt wirklich ein bisschen sehr groß ist und man sich wahrscheinlich leicht verläuft und so weiter. Aber so groß ist das eigentlich gar nicht. Es gibt eigentlich nur so ein paar Hauptobjekte, wo man mal hin muss. Und ja, der Weg dahin ist halt dann auf der Karte zu sehen und dann passt das eigentlich. Also das ist eigentlich gar nicht so groß und verwirrend, wie man vielleicht denkt. Aber es ist trotzdem die größte Map bis jetzt von den Spielen, die wir gespielt haben. Dadurch, dass man halt da so überall draußen drin ist. Eben, und weil in anderen Spielen war meistens ein Haus, ein runder Wanderbohr von mir aus oder sowas. Aber da war Stadt und weiter und Krankenhaus und Park und bla bla bla. Ja, und was man halt noch sagen kann, ist, dass man, naja gut, kommen wir jetzt erstmal zum Fazit. Da können wir das alles ein bisschen besser vielleicht sagen. Also Fazit, so. Ist das Spiel denn weiter zu empfehlen? Also ich würde sagen schon, für Resi-Fans auf jeden Fall. Siehst du bestimmt genauso. Ja, natürlich. Das muss dann einfach sein. Und ja, also das ist halt so mit Nemesis zum Beispiel, man trifft ihn öfter in dem Spiel, man hat dann immer die Wahl, ob man ihn bekämpfen will oder wegrennen will. Also man muss nicht immer kämpfen. Wenn man ihn allerdings killt, dann bekommt man, glaube ich, Munition oder irgendwas. Ich bin mir da gerade etwas unsicher, weil wir eigentlich meistens weggerannt sind. Ja, wenn ich nicht bekämpfe. Und ja, was man noch sagen kann, es gibt in dem Spiel, bei der GameCube-Version zumindest, die Modi entweder auf leicht zu spielen, wo man unendlich Farbbänder hat und Maschinengewehr und sonst sowas, oder auf schwer, was aber eigentlich halt der normale Schwierigkeitsgrad ist, so wie man das kennt, man fängt mit einer Pistole an und das war's dann halt so. Und ja, was, ein Messerchen. Ja gut, ein Messer, ja, das braucht man eigentlich meistens eh nicht so unbedingt. Es sei denn, wir müssen ein Hardcore-Gamer. Ja, gibt's sonst noch was zu dem Spiel zu sagen? Hat's dir denn so sonst gefallen und so weiter? Mir ist an sich gefallen, ja, so von wegen. Grafik war super, Gameplay war super, Musik war gut, also passt schon. Ja, wenn ihr es noch nicht habt, schaut es euch mal an und noch was zu sagen? Nein. Gut, dann war's das wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Video. Also macht's gut, das war wieder eure Bens Meisterin und Benner Meister, also bis dann.